Miau, wir kommen zurück in Tomb Raider 3. In Lutzgate. Oh. So. Hast du eigentlich? Irgendwas schimmert unter ihm. Ah! Okay, was war das? Ach, by the way, ich habe letztes Mal schon wieder nicht gezeigt, was wir eingesammelt haben. Also wir haben jetzt den Boiler Room Key. Und wir haben eingesammelt Embalming Fluid. Zum Einbalsamieren. Das brauchen wir mit Sicherheit nirgendwo. Oder kannst du es an ihm benutzen? Wahrscheinlich nicht. Ich will mal kurz gucken. Thank God, die Harpune. Ich wollte nämlich schon sagen, wir werden jetzt ja wohl in diesem Part auf jeden Fall gegen den Taucher kämpfen, aber wir haben die scheiß Harpune ja gar nicht. Jetzt haben wir sie. Mit 51 Schuss. Ach, sollte machbar sein. Wenn die Harpunen halt wenigstens mal gescheit zielen könnten. Oh, ist ja gut. Kamen wir hier raus? Oder waren wir hier noch nicht? Ich glaube, das hier ist neu. Ich weiß halt noch nicht, wo es uns hinführt. Aber we try. Moin! Erschieß ihn! Ich weiß ja gar nicht, wie viel Luft wir haben. Ich drehe mal um. Denn das sieht nach einer längeren Tauchpartie aus. Francine meinte auch schon, er freut sich auf die Tauchpassage. Was mir direkt Angst macht. Denn dann heißt es, dass wir recht viel tauchen jetzt. Ja, da geht's nirgendwo lang. Okay, hat aber funktioniert. Ich bin erstaunt. Normalerweise ist die Harpune ja eher so, naja. Da wir aber so vollgepumpt wurden mit Harpunenpfeilen, lasse ich die mal noch gezückt. Ich will auch so ein Licht haben, wenn ich hier schon rumtauche. Okay, rechts ist zu. Da ist ein Hebel. Wie? Krokodil. Ah! Toter Taucher. Gibt's irgendwo Luft? Please? Oh Gott. Oh Gott, wir werden sterben. Ich will Luft. Es gibt keine Luft. Geh weg. Ich will... Oh. Irgendwo muss ein Luftloch sein. Könnt ihr mir nicht erzählen. Oh. Ja, da ist es schon. Misty! Ist mir auch recht, wenn du dafür deinen Kopf unter Wasser halten musst, Laura. Aber mach es platt! Oh, die Harpunen sind einfach in jedem Tomb Raider so für den Arsch gewesen. Okay. Dann schauen wir uns mal um und merken uns hoffentlich, der Raum mit dem Krokodil hat Luft für uns. In den anderen sind bestimmt nette Sachen versteckt, aber hier war das meiste. Toter Taucher. Was ist das? Oh, geil. Uhuhu. Oh. Oh, mit Alt fährt es. Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Das ist schon super. Das ist klasse. Wir müssen schon wieder Luft holen. Oh, da war wohl Luft. Nimm doch mal die Sauerstoffflasche von dem Taucher mit. Das ist ja super cool. Macht das einen Spaß. Wo müssen wir eigentlich hin und warum sind wir hier? Oh, ich hänge fest. So viele Gänge. Total doof. Ich habe das Gefühl, ohne das Ding ging es schneller, ehrlich gesagt. Aber nur weil die Steuerung total doof ist. Da unten ist ein Medipack. Ich habe keinen Plan, wohin. Das ist schon geil. Ich will es trotzdem mal ohne das Ding versuchen, um mich in Ruhe umzugucken.
Sie lässt es nicht mehr los. Voll assi. Voll assi. Lara, du darfst es echt... Ist okay, steig ab. Wie steigt sie ab? Aha. Das bisschen wurstelig, die Steuerung. Ich weiß, damit geht's schneller. Ich nehme es mir vielleicht wieder, wenn ich weiß, was der eigentliche Weg ist. Okay. Wir müssen ein bisschen taktisch vorgehen. Krokodile, ey. Damit habe ich hier nicht gerechnet. Ich dachte, jetzt kommt noch ein Taucher. Ich glaube, auch so viel schneller ist es gar nicht. Es bewegt sich halt anders. Wo war denn das Mietpark? Okay. Da hinten ist ein Heilkristall. Was ist hier? Oder kamen wir hierher? Nee. Aber hier ist zu. Ach, da ist der Hebel. Oh, oh, unsere Luft. Ist gar nicht mal so nett, so viel tauchen zu müssen mit nur einem Luftloch. Oh Gott, Leute. Wo ist der Raum mit dem Taucher? Hier ist unsere Luft. Gerade so. Mit dem Ding in der Hand können wir auch keine Hebel betätigen und nichts. Okay, wo war der Raum mit dem Hebel? Der war irgendwo hier unten. Hier nicht, hier ist gar nichts. Also mit dem, nicht mit dem... Oh, Augen auf. Da kamen wir her. Wir holen uns mal noch den da. Da rechts haben wir jetzt den Schalter betätigt gehabt. Ich glaube, bei dem pinken war das, wo das Tor war. Ist gefährlich hier. Nee, das war's nicht. Ist das auch noch zu? Hm. Ah. Ich scheiße aufs Medipack, weil Luft und so. Ihr seht, die ist schon wieder reichlich knapp. Boah, ist das ein Scheiß mit der Luft. Das macht mich echt fertig gerade. Oh, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Oh, knappe Scheiße. Gott sei Dank haben wir wieder gut Medipacks aufgefüllt. Wir waren jetzt zwischendurch richtig schlecht aufgestellt. Seht ihr, hätten wir das Medipack aufgenommen, hätten wir zwar was gehabt, was uns für die Energie entschädigt. Aber dafür wären wir tot. Sage schreit rum. Ich muss gleich mal nach der Aufnahme gucken gehen. Boah, da hat ein Auto gehupt und ich habe mich erschreckt. Ist das ein Scheiß hier? Klingt nicht cool. Ach. Ich brauche erst Lufttaucher, dann können wir kämpfen. Was klingt mir gerade so schrecklich? Es ist... Oh, viele Taucher. Scheiße, es war nicht der richtige Raum. Lass mich. Oh. Oh mein Gott.
Guck doch. Du bist so blind, Lara. Scheiße, wie ich die ganze Zeit daneben schieße. Ich höre aber noch Taucher. Also zur Not, das Ding kann auch schießen. Ich speichere mal. Mein Gott, das ist echt ein sauschwerer Teil vom Spiel. Wie sieht's jetzt aus noch? Okay. Nee, ich lass noch. Nein, fass an. Hat's das leer geschossen oder was? Scheiße, sie nimmt's nicht mehr. Haben wir noch Harpunen? Elf. Muss gehen. Die zielt halt gar nicht. Okay, leer. Schlecht. Vorbei. Hm, mein Tänzi mit dem Taucher. Okay, dann müssen wir es mit Taucher machen. Wenn ich halt noch wüsste, wo es hingeht. Kannst du das echt nicht mehr nehmen? Doch. Aber es schießt nicht mehr. Okay, egal. Flieg und sieg, Lara. Wo müssen wir hin? Nein, da kamen wir her. Falscher Weg. Ach so, da steht's ja null. Hör auf mich zu schießen, das ist unfair. Wo sind wir denn? Oh ja. Oh Gott, unsere Luft. Wir machen es mit Medipax. Wir schaffen es. Wir schaffen es. Bleib da nicht hängen. Oh mein Gott. Die Luft, die Energie. Oh mein Gott, oh mein Gott. Mein Gott. Nicht immer untertauchen, du sollst jetzt oben bleiben. Bitte nie wieder tauchen jetzt in diesem Level. Bitte nicht. Das ist zwar ein nettes Gefährt, aber doch eher unpraktisch. Ich nehme an, wir haben alles getan, was wir da unten tun mussten. Jedenfalls sind wir an einem neuen Raum mit Feuer. Warum auch nicht? Und noch mehr Wasser. Geht das Feuer irgendwie auszuschalten? Kurzzeitig? Ach, verdammt. Ich will eigentlich nicht wieder ins Wasser. Oder kannst du eigentlich... Kannst du da dran hangeln? Müsste. Du konntest das jedenfalls in Nevada. Warum solltest du es hier wieder können? Dann halt nicht. Wie ich, da hinten liegt was. Bestimmt wieder Harpunenpfeile. Vielen Dank auch, da freue ich mich. Okay. Ach so, ein Hebel. Oh ja. Hebel macht bestimmt das Feuer für kurze Zeit aus und bis wir dann da oben sind und rübergesprungen sind, ja, sind wir rechtzeitig da, um zu verbrennen. Oh.
Los, schnell. Ah, schneller. Schneller, schneller. Ah, so nicht. Scheiße. Okay, dann können wir uns wenigstens mal angucken, wie lange es hält. Bevor wir das jetzt wieder machen. Mit Sicherheit nicht die ganze Zeit aus. Das ist bei den bei der Art Hebel einfach nicht so. Ich habe ja gespeichert. Na gut. Verwirrend, aber mir egal. Noch 10 Minuten. Komischer Klotz. Ja! Ich bin erschreckt. Ihr hämmert aber ein hübsches Lied. Easy peasy. Ach, dass die Katzen immer meinen, Gesellschaft zu leisten. Achso, jetzt kommen wir dahinter. Wenn man gerade am Spielen ist. Und ihren kleinen Patschepfötchen auf die Tastatur laufen wollen. Zur Abwechslung ist es heute mal Sag und nicht Fugu. So, nochmal. Ich bin verwirrt. Wir müssen da ja von hier aus drankommen. Denn... Ah, okay. So. Ich hatte schon kurz die Befürchtung. Ich gucke erstmal da hinten. Bevor wir da in das Loch rein... Oder? Was glaubt ihr? Was ist der richtige Weg? Was ist der... Wir nehmen noch ein paar nette Goodies mit Weg. Ich gucke erst hier. Mal schauen. Idyllisch hinterm Wasserfall gelegen ist, was zum Reinstecken. Das haben wir bestimmt noch nicht. Es sei denn, da muss die komische Spritze rein, die wir eingesammelt haben. Ich glaube es eher nicht. Wir können es ja mal versuchen. Wahrscheinlich aber... Oder der Schlüssel. Ohaha. Es war total dumm, zuerst hier hinzugehen. Jetzt kommen wir nicht mehr in den anderen Raum. Beziehungsweise... Ach, come on. Jetzt müssen wir sowieso zurücktauchen. Nur können wir jetzt nicht mehr dahinter laufen. Weil wir ja nicht mehr nach oben dran kommen. Oh, da habe ich echt nicht nachgedacht. Wartet mal kurz. War der letzte Speicherpunkt. Okay, doch. Dann schaue ich jetzt nochmal. Das gönne ich mir. Vielleicht ist da ja was richtig Gutes für uns. Aber welcher von den Räumen da unten waren das jetzt schon wieder? Und jetzt müssen wir so tief runtertauchen. Wir werden unten dann zuerst mal Luft holen dürfen. Und da ist immer noch der eine Taucher. Neue Musik. Das sieht jetzt nicht so unbedingt optional aus, oder? Was ist das für ein Raum? Noch mit der Musik. Aber von hier aus kommen wir doch nirgendwo hin. Da hinten brauchen wir gar nicht erst hinspringen. Ganz schön tief. Interessant. Aber nein. Ich tauche. Wir machen das. Ich weiß halt nicht,
wo das hinführt. Lassen wir einfach sein. Ist denn jetzt der Taucher da? Nee. Aber ich glaube, für die tiefe Abfahrt nehmen wir dieses Ding wieder mit. Ach, das hat unsere Harpunen. Das ist ja lustig. Okay. Ich finde es sehr ungewohnt, dass das Ding mit Steuerung schießt. Weil ich eigentlich mit Steuerung fahren will. Wir müssen gucken, dass wir nicht an den Rand stoßen. Da ist jetzt auch wieder ein Krokodil. Oh, weg hier. Wir haben doch nur 3 Harpunenpfeile. Okay, wo ist das Luftloch? Da hinten. Nee. Hier. Nee, auch nicht. Scheiße. Wo war die Luft? Hier. Was? Shit. Warum? Okay, wir sterben jetzt. Macht euch bereit dafür. Wir haben keine Luft mehr. Wir können uns jetzt noch ein bisschen umgucken, aber das war's. Nee, tot. Warum ist die Luft weg? Das ist ganz, ganz arg schlecht, aber... Vor allem mit so einer langen Abfahrt. Oh je. Oh je, oh je. Ihr Lieben, ich glaube, das machen wir nächstes Mal. Der Part ist jetzt eh fast rum und ich glaube, das wird noch einiges an Fails und falschen Wegen mit sich ziehen. Ja, machen wir nächstes Mal. Hinterlasst doch ein paar Kommis und Bewertungen. Würde mich sehr freuen. War ein interessanter, abwechslungsreicher Part, aber definitiv nicht mein Geschmack. Wie sehr ich mich über Wassergegner freue, wisst ihr alle. Spätestens seit 40 Faden. Also dann, Leute. Euch nach wie vor in Tomb Raider 2, habe ich schon gesagt, einen schönen Neujahrstag. Ich hoffe, ihr seid nicht zu sehr verkatert und sehr gut ins neue Jahr gestartet. Bis demnächst. Miau. Doch noch kein Cut. Wir machen das jetzt doch noch kurz weiter. Ich versuche es aber lieber ohne das Teil, ehrlich gesagt. Die Luft wird knapp. Und zwar machen wir weiter, weil ich gerade gesehen habe, dass das nur noch eine Lösungsbuchseite ist bis zum nächsten Level. Und das ist das Endgegner-Level von London. Und ich möchte das gerne bündig abschließen, die Parts mit den Leveln. Also versuchen wir unser Glück. Es ging schon so ein bisschen schneller mit dem anderen. Aber ich habe gesehen, im Lösungsbuch machen sie es ohne das Teil. Also versuchen wir das jetzt einfach auch. Wir sind auf jeden Fall beweglicher. Hallo. Schon viel zu lange festgehangen. Ich glaube, wir müssen direkt da rein. Und jetzt war es nämlich das. Da. Ja, ist auf. Schwimmt durch. Sie schwimmt nicht durch, doch jetzt. Oh Gott. Oh, dafür haben wir... Oh Gott. Wie war das? Plus, Minus sind die Hotkeys für die Medipacks, glaube ich. Wartet. Wartet. Ich habe 2 Tasten gleichzeitig gedrückt und er ist aus dem Spiel raus. Okay. Uff. Glück gehabt. Das nehmen wir uns auf jeden Fall mit. Oh mein Gott. Oh, okay. Ja, dann wird dieser Part halt ein bisschen länger. Das macht nichts. Ich bin sehr gespannt. Eigentlich freue ich mich auf das Endgegner-Level hier in London. Ich erinnere mich zumindest noch ziemlich gut daran. Das wird aber ein bisschen arschig, ne?
Kannst du eigentlich nein. Okay. Ich überlege gerade, wie machen wir das denn am besten? Was ist das denn für eine Flüssigkeit? Wissen wir nicht. Okay, sie ist wieder nicht gesprungen. Das ist blöd. Wir brauchen aber Anlauf für das zweite. Dann springt sie aber so schnell nicht. Meh, meh, meh. Können wir ganz am Rand stehen bleiben? Nein. Instant Death. Okay. Nochmal. Hier vorne aber. Gut. Jetzt habe ich gleich alles voll mit Latzgeld-Speicherständen. Nein! Ich dachte, wir könnten jetzt direkt schnell weiterspringen, aber sie findet das immer noch nicht gut. Wie ärgerlich. Okay. Immer schön vorsichtig sein. Na, oh, Gott sei Dank. Mann. Hat nichts für uns. Frechheit. Oh. Vorsicht. Ach, jetzt sind wir doch hier. Jetzt fragt sich, ob sich das Level so hätte abkürzen lassen. Und ich weiß nicht, wie wir hier runterkommen sollen. Hm. Vielleicht weiß das schlaue Etwas, das neben mir liegt, das aber. Ja, das ist lame, I know. Ganz kurz. Okay. Ganz ehrlich, wir stehen auf der falschen Seite. Ach so, nein. Okay. Wie gut, dass ich die Hilfe neben mir liegen habe. Das ist nämlich falsch. Diesmal habe ich nicht nach oben geguckt, weil immer, wenn ich nach oben geguckt habe, waren da nur Lampen. Das eine Mal hätte es sich gelohnt und ich lasse es sein. So, hinauf. Okay. Ja, sieht schon besser aus. Seht ihr? Und da sind jetzt auch Nischen. Und jetzt glaube ich im Lösungsbuch auch, dass wir hier runterkommen. Da können wir rein. Ich weiß nicht, wo es uns hinführt. Das ist ein sehr interessantes Level, muss ich jetzt mal am Ende sagen. Auch sehr abwechslungsreich. Aber schon ein bisschen nervenraubend. Ein bisschen. Okay, jetzt können wir nämlich da an die Wand. Und sehr verzwickt. Aber das sind die London-Level generell. Die anderen waren nicht so. Ich weiß nicht, ob wir uns da fallen lassen oder ich laufe mal lieber ein Stück. Also ich kriech mal lieber ein Stück. Ich finde, die Südsee war super schwer, aber halt eher was die Gegner angeht. Und Area 51 war einfach ganz cool, finde ich. Es war nicht so schwer. Aber das hier, ja, das hat's in sich. Ich weiß gar nicht, ob eine Videosequenz kommt, beziehungsweise ob eine animierte kommt, die ich nicht aufnehmen kann, wenn wir das Level verlassen. Nein, eine normale, die ich aufnehmen kann. Wie schön. Ah, Miss Croft. I take it you're ready to sign on. To what? Well, my books.
You see, with your lifestyle, you'd be the perfect campaign for my products. Just think, you wouldn't be needing those unsightly weapons anymore. No, but I'll probably have an unsightly face, judging by your past experiments. My what? Oh yes, they're all still alive. Very much so, in fact. All I want is the artifact. Right. In your next life. We'll see. Oh ja, Leute. 1 von 6 Secrets. Tadam. Das ist unser nächstes Level und das letzte Londoner Level. Es heißt London Innenstadt. Und ist ein Endgegner-Level. Schön, dass ihr dabei wart. Jetzt, darauf freue ich mich sehr. Oder einfach City im Englischen. Bitte schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Wäre super. Es wird auf jeden Fall spannend. Macht's gut. Bis dann.